Herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir stehen quasi vor der Stadt Kurinus und wollen immer noch das Kronstöckelchen finden. Aber zuerst schnitzeln wir diesen Wolf zu Brei. Aha. Du hast Rotkäppchen gefressen. Weiter. Also, dass wenn ich hier außerdem auf Parieren drücke, obwohl uns am Anfang gesagt wurde, dass es völlig sinnvoll ist, sinnfrei ist im Kampf gegen Tiere, das liegt daran, ich wollte eigentlich nur einen Schritt zurück machen. Nichts zu holen. Aber andererseits ist es ja auch egal. Gut. Moment, war das jetzt gerade ein Grundstück? Da haben wir ja schon lange eins. Wir laufen die ganze Zeit damit rum. Laufen. Da vorne sind Ratten. Kronstöckel! Gut, das reicht mir. Nein! Ratten! Lauf! 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 Zwei sind eine zu viel. Also sind es nicht wirklich, aber... anstrengend wäre es jetzt schon. Aber wir haben jetzt alles, was ich haben wollte. Und das wiederum bedeutet, wir gehen jetzt mit den verschiedenen Lehrlingsmeistern sozusagen mal reden. Halt! Was denn? Das weißt du ganz genau. Unruhestifter können wir in unserer Stadt nicht gebrauchen. Warum, glaubst du, sollten wir dich reinlassen? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ehrlich nicht. Ich will rein in die Stadt. Ich gehe jetzt wieder diesen anderen neuen Weg, den wir da gefunden haben. Kann ja nicht wahr sein. Warum lassen sie uns nicht mehr rein? Was habe ich denn getan? Ich habe doch niemanden... Habe ich jemanden beklaut? Aus Versehen? Eigentlich nicht. Oder? Egal. Wir werden es wahrscheinlich sowieso nicht rausfinden. Und ich habe aber jetzt gerade auch noch nicht so viel Geld, dass ich sage, ist mir egal. Ich habe nicht mal 100 Goldstücke, die sie von mir haben wollen. Das heißt, ja, uns bleibt gar nichts anderes übrig, als diesen Umweg zu wählen, sage ich jetzt mal. Ich hatte am Anfang überlegt, ob es vielleicht daran liegt, dass wir jetzt nicht mehr den Passierschein haben oder irgendwas und nicht als Bauer verkleidet sind. Keine Ahnung, aber das kann es eigentlich nicht sein. Die müssen uns bei irgendeinem Quatsch erwischt haben. Das heißt, wir müssten mal mit Lord André reden. Ich hoffe, der verzeiht uns für weniger. Hieß der Lord André oder war das einfach nur André? Naja, der Maliz, Mensch, da eben. Mit dem reden wir mal und dann finden wir raus, ob es daran liegt. Oder wir versuchen erstmal Bürgerstadt zu werden. Ja, ich denke, das ist besser. Dann sparen wir uns eventuell sogar das Gold. Genau. Aber wir müssen vorher noch mit einem Feuermagier sprechen. Den hatten wir vorhin schon mal gesehen auf dem Platz da hinten. Da gehen wir hin und unterwegs. Das weiß doch inzwischen jeder. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Für eine Waffe, Bartok. Mhm. Das weiß doch inzwischen jeder. Ich habe was anderes gehört. Ja, mit dem reden wir doch erstmal. Arbeitet auch. Hey, du. Ich habe es selbst erlebt. Wie sieht's aus? Du kommst wohl nicht von hier, was? Mach dir nichts draus, ich auch nicht. Wirklich? Wo hast du dich vorher rumgetrieben? In den Wäldern, dort habe ich Scavenger und Wölfe gejagt, zusammen mit ein paar anderen Jägern. Aber das habe ich aufgegeben. Die Zeiten sind gefährlich. Da draußen läuft viel zu viel Gesindel rum. Das ist ja schrecklich. Wo kann ich die anderen Jäger finden? Wir hatten unser Lager draußen in der Nähe der Taverne, auf halbem Weg zu Onas Hof. Aber ob jetzt noch einer im Lager ist, weiß ich nicht. Bis vor einigen Tagen waren wir noch zu zweit hier in der Stadt. Mein Freund Troka ist ein hervorragender Jäger. Er arbeitet auch den ganzen Tag.
Was du Bosper sagte, du hättest für ihn gearbeitet. Ja, hab ich. Aber ihn haben nur seine scheiß Fälle interessiert. Ich hab ihm gesagt, wie gefährlich es da draußen geworden ist. Er hat mir gar nicht richtig zugehört. Wer sagt denn so? Naja, immerhin hat er gut gezahlt. Darüber konnte ich mich nie beklagen. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn erzählen? Letztens wurde Boss bei einer seiner Bögen gestohlen, am helllichten Tage. So ein Typ ist einfach bei ihm reinmarschiert und hat sich einen Bogen mitgenommen. Die Diebe werden auch immer dreister. Das ist ja schrecklich. Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Ich kann dir beibringen, wie du dich richtig anschleichst und wie du mit dem Bogen umgehst. Schlimme Zeiten sind das. Ich will besser mit dem Bogen umgehen können. Okay, dann lass uns mal sehen, ob ich dir was beibringen kann. Das ist mal wieder typisch. Aber das wollen wir jetzt eigentlich auch gerade noch nicht. Wo ist dein Freund Trocker jetzt? Tja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Erst bis vor einigen Tagen noch standen wir beide an der Theke in Coragons Taverne und sprachen über die Jagd. Frag mich nicht, was dann passierte. Ich hatte schon einiges getrunken. Ich weiß nur noch, dass Troka sagte, er wolle eben ein paar Sumpfkrautstängel besorgen und kam nicht wieder. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Wo bekommt man den Sumpfkrautstängel? Alles weiter. So viel ich weiß, irgendwo am Hafen. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Das ist ja genau. Hast du nicht nach ihm gesucht? Das nicht. Er redet. Aber ich hab's der Miliz gemeldet. Die haben ihn aber auch noch nicht finden können. Will nicht hoffen, dass ihn ein Wolf angefallen hat oder noch Schlimmeres. Ich hab Angst, dass ich eines Tages bei der Jagd über seine Leiche stolpere. Ich fürchte, das würde ich nicht verkraften. Wenn ich es nicht mit eigenen. Was ist, wenn wir zusammen auf die Jagd gehen? Zu zweit ist es nicht mehr so gefährlich, das stimmt schon. Verstehst du denn was vom Jagen? Ich meine, weißt du, wie man Tieren das Fell abzieht? Das ist ja interessant. Na gut, aber ich will 50 Goldstücke sehen. Dafür kannst du dann die Felle behalten und an Bosper verkaufen. Ist ein fairer Deal, oder? Ach, erzähl mir nicht sowas. Später. Er redet einfach zu viel. Gut. Brauchen wir ja jetzt eigentlich nicht mehr. Willkommen, Fremder. Mein Name ist Baltram. Bist du gekommen, um dich mit Nahrung einzudecken? Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe momentan nicht viel auf Lager. Aber bald bekomme ich eine weitere Lieferung. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Zeig mir deine Ware. Er sollte lieber den Mund halten. Amulett der Lebenskraft. Aha. Das habe ich schon immer gesagt. Leichte Ork-Axt für 2 Goldstücke könnte ich dir verkaufen. Den Mund wow. Stinkreich. Die Beutel müsste ich auch mal öffnen. Hast du einen Job für mich? Nein, ich habe schon einen Boten. Probier's doch mal bei den anderen Händlern. Das ist ja schrecklich. Du handelst mit Piraten. Was? Wer hat dir das erzählt? Ich habe mich mit einem von ihnen unterhalten. Er scheint in seiner Bucht auf dich zu warten. Was willst du machen? Es sind harte Zeiten. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Mein Mann sieht das anders. Hattest du keine Angst, erwischt zu werden? Das kann passieren. Du hast es ja auch herausgefunden. Den ganzen Tag. Aber du hältst doch dicht, oder? Ich habe was anderes gehört. Ich habe was anderes gehört. Womit handelt ihr? Ich versorge sie meistens mit Nahrung. Und von ihnen erhalte ich dafür den besten Rum, den man in Korinnes kriegen kann. Das habe ich schon immer gesagt. Was weißt du über die Piraten? Das habe ich schon immer gesagt. Sie leben in einem abgelegenen Teil der Insel Korinnes. Soviel ich weiß, kann man den nur mit einer Kogge oder einem Schiff erreichen. Die Bürger von Korinnes fürchten sich vor ihnen, auch zu Recht, weil sie im Grunde ein Haufen übler Halsabschneider sind. Aber wenn du mich fragst, sind sie bei Weitem nicht so schlimm wie die Banditen. Wer sagt denn sowas? Ich könnte den Handel für dich abwickeln. Das wäre gut. Ich kann Korinnes zurzeit nicht verlassen. Hier. Nimm dieses Päckchen und sag Skip, dass er mit dem Rum diesmal nicht so knausern soll. 3 Flaschen sollten es schon sein. Das war alles, was ich wissen wollte. Das ist schon mal interessant. Hey, du. Ich bin Zuris, Meister der Tränke. Benötigst du eine Essenz der Heilung oder ein magisches Elixier? Dann bist du bei mir richtig. Stellst du deine Tränke selbst her?
Nein, ich beziehe sie entweder aus dem Kloster oder kaufe sie von Constantino, dem Alchemisten. Wenn du an der Herstellung von Tränken interessiert bist, dann sprich mit ihm. Er braucht einen Gehilfen. Aber er ist zu eigensinnig, um selbst jemanden einzustellen. Er ist halt störrisch wie ein Maulesel. Er kommt immer bei mir vorbei, wenn er draußen vorm Osttor Pflanzen für seine Tränke sammelt. Er sollte lieber den Mund halten. Wo genau sammelt Constantino seine Kräuter? Er geht immer durch das östliche Stadttor hier und verschwindet dann nach links in die Wildnis. Er hat mal erzählt, dass in der Gegend dort so ziemlich alles wächst, bis auf Kronstöckel. Hm, habe ich gemerkt. Hat Constantino auch erzählt, wo man Kronstöckel findet? Ich habe ihn mal sagen hören, dass das Zeug in der Nähe von Steinkreisen wächst. In der Nähe von Lobards Hof, das ist der Hof draußen vor dem anderen Stadttor, ist einer dieser Steinkreise. Er liegt auf einem Hügel, glaube ich. War mal ein Grab oder sowas. Ich glaube, den sollte ich mir trotzdem noch mal genauer angucken, weil wie gesagt, Kronstöckel brauchen wir immer. Was kann ich für dich tun? Suchst du geistigen Beistand? Willst du ein Gebet an unseren Herrn Inus richten oder etwas Gold für seine Kirche spenden? Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ich muss mit dem Paladin sprechen. Kannst du mir helfen, zu ihnen zu kommen? Tja, du brauchst Zugang zum oberen Viertel. Doch der ist nur den Bürgern und der Stadtwache erlaubt. Ich hab was und natürlich uns Feuermagiern. Wie kann ich Feuermagier werden? Du musst unserem Orden als Novize beitreten. Wenn du eine Zeit lang gedient hast, wirst du vielleicht in die Reihen der Magier aufgenommen. Doch bis zur Aufnahme ist es ein langer Weg des Arbeitens und Studierens. Wo kommst du her? Ich komme aus dem Kloster der Magier, das in den Bergen liegt. Wir nehmen dort jeden auf, der reinen Herzens ist und den Wunsch verspürt, unserem allmächtigen Herrn Innos zu dienen. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen das gesehen. Das klingt doch gut, das ist ja gar nicht so schwer, dort mit reinzukommen. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Erzähl mir von Innos. Innos, unser allmächtiger Herr, ist das Licht und das Feuer. Er wählte den Menschen als sein Werkzeug und gab ihm die Magie und die Gesetze. In seinem Namen handeln wir. Nach seinem Willen sprechen wir Recht und sein Wort wird verkündet. Erzähl mir mehr über das Kloster. Wir unterrichten unsere Schüler in allen Formen der Magie. Aber nicht nur das allein sind die Künste der Feuermagier. Wir verstehen uns ebenso auf die Kunst der Alchemie, wie auf das Erschaffen mächtiger Runen. Erzähl mir nicht sowas. Zudem keltern wir einen hervorragenden Wein. Na, das ist auch nicht zu verachten. Du das soll nicht so lässig sagen. Was machst du in der Stadt? Ich führe Gespräche mit den Paladinen und stehe den Bürgern mit meinem Rat und helfenden Worten zur Seite. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es unsere Pflicht, für das Volk da zu sein und den Bedürftigen zu helfen. Also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Der klingt für mich irgendwie unglaubwürdig. Schlimme Zeiten sind das. Wie viel ist denn eine übliche Spende? Nun, das kommt darauf an, welchen Teil du geben willst. Lass mich sehen, was du dabei hast. Ah, ja. Du hast mehr als 50 goldene Münzen. Spende 25 davon Innos und empfange seinen Segen. Ich segne dich im Namen Innos, denn er ist das Licht und die Gerechtigkeit. Mein Mann sieht das aus. Okay, danke. Warum guckt der in meinen Geldbeutel? Er erzählt alles, was immer diese Kirchenmenschen. Er redet einfach. Das ist mal wieder typisch. Ehrlich, ich habe selbst erlebt. Gut, dass wir ja nicht vorher in die ganzen Geldbeutel reingeschaut haben, die wir gefunden haben. Denn sonst hätte er uns vielleicht noch mehr abgeknüpft. Das wollen wir ja nicht. Das ist mal wieder typisch. Das ist ja schrecklich. Ich glaube, was ist jetzt? Erzähl mir nicht sowas. Hakon, mit dem mal. Mit dem rede ich nochmal und mit dem anderen. Ich bin Hakon, der Waffenhändler. Kann ich etwas für dich tun? In diesen Tagen sollte jedermann eine Waffe tragen. Vor allem, wenn er außerhalb der Stadtmauern unterwegs ist. Vor allem dann.
Er sollte lieber den Mund halten. Erzähl mir mehr über die Gegend außerhalb der Stadt. Es ist verdammt gefährlich geworden da draußen. Zum einen wegen der Banditen und zum anderen wegen der wilden Tiere. Selbst die Tiere scheinen in diesen beschissenen Zeiten nicht genug zu fressen zu haben. Sie wagen sich immer näher an die Stadt ran. Weißt du etwas über die Paladine? Ja, die Kerle versauen mir mein Geschäft. In der ganzen Stadt kannst du höchstens noch Kurzschwerter kaufen. Alles, was länger als eine Elle ist, haben sie sich unter den Nagel gerissen. Dafür darf ich jetzt umsonst im Hotel wohnen. Puh. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Wo bekommst du deine Waffen her? Harald, der Schmied, hat mich bisher immer beliefert. Jetzt produziert er nur noch für die Paladine. Er arbeitet Tag und Nacht wie bescheuert, umsonst für die Kerle. Er denkt, es wäre seine Pflicht. Alles, was ich dir anbieten kann, sind Restbestände. Na, zeig dann mal trotzdem her, aber wir gucken erstmal weiter. Was weißt du über das Verschwinden der Bürger von Korinis? Ich habe schon viele durch das Stadttor im Osten schreiten sehen. Einige sind gekommen, die ich in meinem Leben noch nie vorher gesehen habe. Und viele sind dort hinausgegangen und kamen nie wieder. Aber neulich geschah etwas, das war schon befremdlich. Da war so ein Kerl bei mir. Ich glaube, Joe ist sein Name. Er prahlte damit, dass er bald zu großem Geld kommen würde. Er wüsste angeblich, wie man in einen der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahrt, hineinkäme. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen, obwohl er mir sonst jeden Tag etwa um die gleiche Zeit über den Weg gelaufen ist. Ich habe das der Miliz gemeldet und dachte, vielleicht haben sie ihn erwischt. Und ich finde ihn da im Kerker wieder. Lord André wusste aber nicht, wovon ich rede. Er kannte den Typen nicht einmal. Das ist ja interessant. Das weiß doch inzwischen jeder. Er sollte lieber den Mund halten. Was weißt du über die Banditen? Was ich von ihnen weiß? Auf dem Weg in die Stadt haben sie mich ausgeraubt. Und ich bin nicht der Einzige. Die treiben hier schon seit geraumer Zeit ihr Unwesen. Das ist doch die Miliz hat zwar mal versucht, sie aufzuspüren. Aber ohne Erfolg. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Das ist mein weißt du, wer von der Miliz an der Suche beteiligt war? Der Kerl heißt Pablo. Er war mit ein paar anderen auf der Suche nach dem Banditen. Aber gefunden haben sie nicht. Weißt du, wo ich Pablo finden kann? Er patrouilliert durch die Stadt. Du findest ihn entweder am Tempelplatz oder in der Unterstadt. Was sagt denn sowas, was du nicht sagst? Er redet einfach zu viel. Wo bist du überfallen worden? In der Nähe von Akils Hof. Geh einfach hier vorne aus dem Stadttor hinaus und folge dem Weg nach rechts. Dann kommst du nach einer Weile zu ein paar Treppenstufen. Von dort kamen die Kerle. Ich wette, die haben in dem Wald dahinter ihr Versteck. Ich werde mich darum kümmern. Was? Du willst dich mit den Banditen anlegen? Du alleine? Du bist wohl ein guter Kämpfer, was? Wie viel ist dir die Sache wert? Das ist eine gefährliche Sache. Naja, mir soll's recht sein. Ich zahle dir 100 Goldstücke, wenn du die Banditen besiegst. Er erzählt alles, weil er arbeitet auch. Harald hat mir von dem Banditenüberfall erzählt. Ach, und? Er will mir seine Zustimmung geben, eine Stelle als Lehrling anzunehmen, wenn ich die Banditen zur Strecke bringe. Der gute alte Harald. Das ist wohl seine Art, sich dafür zu entschuldigen, dass er zurzeit keine Waffen mehr für mich herstellt. Zeig mir deine Ware. Ware. Das ist ja interessant. Er redet einfach zu viel. Die sehen aber alle deutlich länger aus als das, was er gerade gesagt hat. So. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Oh, das wäre es natürlich. Er redet einfach zu viel. Das wäre natürlich schon was Cooles. Das habe ich schon immer gesagt. Oh, der hat gute Sachen. Der hat wirklich gute Sachen. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Den Kurzbogen müssen wir sowieso verkaufen. Den bringt uns gar nichts. Rostige Axt glaube ich nicht, dass wir die jemals tragen. Rostiges Schwert wahrscheinlich eher auch nicht. Mein Mann sieht das anders. Gut, das soll erstmal reichen. Das weiß doch inzwischen. Mit dem da drüben brauchen wir jetzt erstmal noch nicht sprechen. Ich möchte jetzt gerne erstmal mit den Meistern reden. Und vorher nochmal mit Vatras mal ein bisschen auf dem Laufenden halten, wie es denn mit unserer Forschung zu den verschwundenen Leuten aussieht. Wegen der vermissten Leute? Ja? Ich will dir erzählen, was ich weiß. Ich habe in Erfahrung bringen können, dass die Banditen für das Verschwinden der Menschen hier verantwortlich sind. Der Anführer der Banditen heißt Dexter. Er ist verantwortlich für die Entführung. Ich kenne Dexter noch aus der Strafkolonie. Damals arbeitete er für den Erzbaron Gomez. Er wird sich sicher an dich erinnern. Du solltest vorsichtig sein. Ich denke, du bist auf der richtigen Spur. Weiter so. Danke.
Wegen dieses Waffenhändlers. Was wisst ihr schon über den Waffenhändler? Sprich mit Martin, dem Proviantmann. Erst mit der Aufgabe, du findest... Okay, das hat man, glaube ich, schon mal. Das heißt, wir müssen nochmal mit dem Martin reden. Laris sagt, du kannst mir helfen, ans Kloster der Feuermagier zu kommen. Ist das deine Wahl? Der Weg des Feuers? Ja, ich will Magier des Feuers werden. Soviel ich weiß, nehmen sie gerne Novizen in ihrem Kloster auf. Wozu solltest du meine Hilfe brauchen? Laris erzählte etwas von einem Tribut, den sie verlangen, bevor sie jemanden ins Kloster lassen. Ich selbst werde dir nicht den Einlass ins Kloster gewähren können. Ich bin Magier des Wassers, wie du weißt. Doch ich kenne den Feuermagier Daron sehr gut. Er hält sich die meiste Zeit auf dem Marktplatz auf und sammelt Spenden für seine Kirche. Mir ist zugetragen worden, dass er nicht nur in der Stadt ist, um Spenden zu sammeln. Mir hat er von einer Statuette berichtet, die ihm gestohlen wurde. Sie war ihm sehr wichtig. Ich bin mir sicher, er wird dir Einlass ins Kloster gewähren, wenn du sie ihm wieder beschaffen kannst. Natürlich wird deine Entscheidung, dem Kreis des Feuers beizutreten, nicht verhindern, dass du in den Ring aufgenommen werden kannst. Falls du dich als würdig erweisen solltest. Okay, also wir müssen die Statue finden, die ihm irgendwie abhanden gekommen ist. Gut, über die Götter wissen wir schon Bescheid. Jetzt gehen wir nach und nach zu den einzelnen Meistern. Wegen der Pflanzen. Wenn du es nicht alleine schaffst, bist du auch nicht als Alchemist zu gebrauchen. Ich habe alle Pflanzen, die ich dir bringen sollte. Du willst mich doch auf den Arm nehmen, hä? Bei Adanos. Es ist tatsächlich alles dabei. Aus dir könnte vielleicht doch noch ein brauchbarer Alchemist werden. Kann ich jetzt bei dir als Lehrling anfangen? Unmöglich. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du hier in Korinis als Verbrecher angeklagt bist. Bevor du dies nicht mit dem Kommandanten der Stadtwache geklärt hast, werde ich dich nicht als Lehrling aufnehmen. Na gut. Also sind wir mehr oder weniger jetzt doch mal gezwungen, zu André zu gehen und mit ihm darüber zu sprechen. Vorher werde ich allerdings nochmal ihn um Heilung bitten. Kannst du mich heilen? Adanos, segne diesen Körper. Befreie ihn von seinen Wunden und stärke ihn mit neuem Leben. Gut. Dann müssen wir mal schauen, welchen Speicherstand der. Und dann gehen wir zu Lord André, quatschen mit ihm, dass wir bereit sind, unsere Strafe zu zahlen für das Verbrechen, das wir offensichtlich irgendwie begangen haben, von dem wir aber nichts wissen. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Und dann schauen wir mal, ob wir dann schon aufgenommen werden können bei Meister Constantino. Redet erstmal nicht noch mit anderen Leuten, weil wie gesagt, das würde ich schon noch gerne irgendwie... Du musst der Neue sein, der hier in der Stadt Ärger gemacht hat. Wenn du dich mit dem Gesindel im Hafen herumprügelst, ist das eine Sache. Aber wenn du Bürger oder Soldaten des Königs angreifst, muss ich dich zur Rechenschaft ziehen. Wenn ich dir das durchgehen lasse, macht dir bald jeder, was er will. Also wirst du eine angemessene Strafe zahlen und die Sache ist vergessen. Wie viel? 50 Goldstücke. Das ist günstiger als am Tor. Ich will die Strafe zahlen. Gut. Ich werde dafür sorgen, dass es jeder in der Stadt erfährt. Damit wäre dein Ruf einigermaßen wiederhergestellt. Okay. Gehen wir wieder zu Meister Constantino. Versuchen auf dem Weg niemanden zu verprügeln. Und dann... sollte er uns eigentlich seine Bereitschaft kundtun, dass er uns gerne als seinen Lehrling aufnehmen möchte. Hoffe ich. Und Inos, nicht, dass da noch irgendwas im Weg steht. In seiner Weisheit tat. Kann ich jetzt bei dir als Lehrling anfangen? Was mich betrifft, ja.
Für Harad ist nur wichtig, dass du in der Lage bist, die Stadt zu verteidigen, falls die Orks kommen. Aber er hält dich für einen Feigling. Bospa hat sich sehr zurückhaltend über deine Qualitäten geäußert. Ich vermute, er würde dich gerne selber als Lehrling haben. Aus diesem Grund, seine Zustimmung zu verweigern, ist alles andere als rechtschaffen. Aber wenn alle anderen Meister zustimmen, brauchst du seine Stimme nicht. Torben ist ein sehr gläubiger Mann. Er wird dir seine Zustimmung nur mit dem Segen der Götter geben. Was Matteo betrifft, er hat dich in den höchsten Tönen gelobt. Du brauchst die Zustimmung von mindestens 4 Meistern, um in der Unterstadt als Lehrling anfangen zu können. Also solltest du mit allen reden, die noch nicht von dir überzeugt sind. Also allen außer Matteo. Und dir, Constantino, du hast ja scheinbar schon Gefallen an uns gefunden. Ich hab die Orkwaffe, die du wolltest. Zeig her. Hast du es doch geschafft. Guter Mann. Es ist lange her, dass ich eine solche Waffe in den Händen hatte. Damals war ich Soldat im Orkkrieg. Das waren harte Zeiten, das kann ich dir sagen. Hätte dir nicht zugetraut, dass du es schaffst. Ich bin beeindruckt. Kann ich bei einem anderen Meister als Lehrling anfangen? Du bist ein guter Mann. Ich werde dir meine Zustimmung geben. Brian wird noch eine Weile hier sein. Und es wird sich schon ein starker Bursche finden, der seinen Platz einnimmt. Ja, der ist cool drauf. Auch wenn er ein bisschen streng ist. Hey! Wie steht es mit deiner Zustimmung, Meister? Hat dir Vatras seinen Segen gegeben? Ja. Und hast du dir auch den Segen eines Priesters Innos geholt? Ja, das habe ich. Dann sollst du auch meinen Segen haben. Für welchen Weg du dich auch entscheiden magst, verrichte dein Handwerk gut, mein Junge. Na gut. Und zum Schluss gehen wir noch zu Bospa. Wegen der Wolfsfälle. Ich habe sie. Hier. Na bitte. Ich habe mir schon gedacht, dass du für die Arbeit geeignet bist. Hier hast du deinen versprochenen Lohn. Und? Was denkst du? Ist die Arbeit nicht besser, als den ganzen Tag auf Schwertern rumzuhämmern oder im staubigen Kämmerlein Fläschchen abzufüllen? Nein. Bekomme ich deine Zustimmung, um bei einem der anderen Meister anzufangen? Ich hatte gehofft, du würdest dich für mich entscheiden. Aber wenn du es unbedingt so willst. Heißt das, du stimmst für mich? Wenn keiner der anderen Meister etwas dagegen hat, ja. Aber an dir ist ein guter Jäger verloren gegangen. Ja, das kann gut sein. Noch mehr Ärger kann ich nicht. Aber das tut mir sehr leid für dich. Ich möchte. Es bringt mir halt gar nichts, bei ihm weiter zu lernen. Ich meine, Fälle abnehmen ist schon mal ganz cool, aber der Rest. Hey, du! Kann ich jetzt bei dir als Lehrling anfangen? Was mich betrifft, ja. Für Harad ist nur wichtig, dass du in der Lage bist, die Stadt zu verteidigen, falls die Orks kommen. Ja, und so wie es aussieht, hast du ihn davon überzeugt. Mhm. Bospa hat sich sehr zurückhaltend über deine Qualitäten geäußert. Ich vermute, er würde dich gerne selber als Lehrling haben. Aber am Ende hat er seine Zustimmung gegeben. Torben ist ein sehr gläubiger Mann. Er hat dir seinen Segen gegeben. Das ist ein gutes Zeichen. Was Matteo betrifft, er hat dich in den höchsten Tönen gelobt. Damit hast du die Zustimmung aller Meister. Bist du bereit, deine Lehre bei mir zu beginnen? Ja, Meister. Na gut, ich hoffe, ich werde diese Entscheidung nicht bereuen. Ab sofort darfst du dich als mein Lehrling betrachten. Hey.
Was sind meine Aufgaben? Mir ist klar, dass ich von einem jungen Mann nicht erwarten kann, den ganzen Tag bei mir in der Stube zu verbringen. Du wirst mir von Zeit zu Zeit die Pflanzen bringen, die ich brauche. Dafür unterweise ich dich in der Kunst der Alchemie. Die Flaschen kannst du bei mir kaufen. Die Zutaten wirst du dir zum größten Teil selbst besorgen müssen. Und ich erwarte von dir, dass du dich als Bürger der Stadt ordentlich aufführst. Natürlich. Welche Pflanzen soll ich bringen? Ich werde dir alles abkaufen, was du mir bringst. Ich zahle dir dafür den üblichen Preis. Für Pilze allerdings werde ich dir einen besonderen Preis zahlen. Du wolltest Pilze. Warum sind dir die Dinger so wichtig? Du bist zwar mein Lehrling, aber alles werde ich dir nicht verraten. Super. Ich habe ja ein paar Dunkelpilze. Ah, das sind die besten. Oh, gut gemacht. Hier hast du dein Gold. Und hier sind noch ein paar von den anderen. Die sind zwar nicht so gut wie Dunkelpilze, aber ich werde sie trotzdem nehmen. Ja, kann man schon mal machen. Unterrichte mich in der Kunst der Alchemie. Gut, zuerst einmal die Grundlagen. Jeder Trank wird aus Pflanzen gemacht, denn sie besitzen die unterschiedlichsten Kräfte. Sie tun nichts anderes, als mit all ihrer Kraft zu wachsen. Und diese Kraft zu verändern, ist die Kunst der Alchemie. Zur Herstellung eines Tranks am Alchemietisch brauchst du eine Laborflasche. Du musst die richtige Rezeptur kennen und die entsprechenden Zutaten haben. Es gibt eine Reihe von Rezepturen, die ich dir beibringen kann. Tränke, die dir verlorene Kräfte zurückgeben und sogar solche, die deine Kräfte permanent verändern. Du kannst nicht alles auf einmal lernen. Also wähle mit Bedacht, welches Wissen du dir aneignen willst. Welche Rezepturen kannst du mir beibringen? Ich kenne einige. Triff deine Wahl selbst. Also, was wir auf jeden Fall brauchen, ist die Mana-Essenz. Die Essenz der Magie ist der einfachste der magischen Tränke. Nimm Feuernesseln und Feldknöterich und erhitze sie langsam. Und dann können wir eigentlich auch. Welche Rezepturen kannst du mir beibringen? Ich kenne einige. Triff deine Wahl selbst. Dann können wir eigentlich auch noch die Essenz der Heilung mitlernen. Die Zutaten für eine Essenz der Heilung sind Heilpflanzen und Feldknöterich. So, und die anderen Sachen brauchen wir erstmal noch nicht lernen, denke ich. Das kommt dann mit der Zeit. Ich würde an dieser Stelle jetzt Schluss machen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen hoch, wie immer. Und natürlich einen Kommentar bitte dalassen. Außerdem freut es mich, wenn ich viele Abos habe. Also auch deins. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, macht's gut.